Gel für die Haare. Willkommen in Turkmenistan. Diktaturländer, die es so gibt. Ja. Die Leute hier sind es nicht gewohnt, die schauen uns an, die lachen auch erstmal nicht, die wissen gar nicht, wie sie mit uns umgehen sollen. Weil normalerweise Touristen hier nicht so rumlaufen dürfen wie wir. Die bekommen dann nämlich so einen netten Herrn von der Regierung an die Seite gestellt. Transitvisa sei Dank, dürfen wir uns hier frei bewegen. Wir haben noch nicht mal einen GPS-Tracker bekommen. Wir haben nämlich im Vorfeld gelesen, dass teilweise sogar Fußfesseln verpasst wurden. Es fühlt sich schon komisch an. Wir sind in der Hauptstadt Aschgabat. Schon mal in einem Computerspiel gewesen. Es ist unfassbar. Also ein Simulator. Ja, wie grün diese Stadt ist und weiß. Aschgabat ist wohl die schönste Stadt auf der Welt. Vom Stadtbild. Wir waren beide noch nie in einem Freizeitpark, wo wir die einzigen Gäste sind. Turkmenistan fühlt sich fremd an. Aschgabat, die Wunderstadt. Wir müssen sie jetzt verlassen, nachdem wir nur 5 Tage hier Transitvisa haben. Aber jetzt geht's in die Hölle. In die Hölle. Wir versuchen nach der Wesse zu kommen. Die gute Frau hat uns das aufgeschrieben, weil wir eine schlechte Aussprache haben und uns keiner versteht. Wir haben sogar gelernt, was in Turkmenisch Danke heißt und niemand versteht uns. Also unsere Aussprache ist echt unter aller Sau. Auf jeden Fall haben wir jetzt endlich jemanden gefunden, mit dem wir nicht reden können, der aber auch dahin will. Wir wollen nämlich zu diesem Tor zur Hölle. Das kann man hier ganz einfach kenntlich machen, indem man ein Streichholz anzündet und die Leute verstehen, wo man hin will. Hölle! Boah, ihr glaubt gar nicht, wie heiß das hier eigentlich teilweise rausweht. Also ich find's angenehm. Ja. Aber es ist auch draußen echt arschkalt. Also der Wind ist saukalt und wenn du hier stehst, da kommt dann immer... Da kommt eine Brise daher, wo du denkst, der Bart brennt gleich weg. Dank dem Sicherheitszaun sind jetzt gefangen in der Hölle, denn wir stehen auf der falschen Seite.
jetzt an dem Tor zur Hölle. Wir wurden auch gut abgezogen. Ein Dude kam und uns gesagt hat, er fährt uns dahin. Und dann haben wir mit ihm verhandelt. Er wollte erst $100, dass er uns hinfährt. Dann haben wir ihn auf $20 runtergehandelt, dass er uns hin und zurück fährt. Der Gute hat uns hingefahren. Danach hat er sich gedacht, jetzt können sie mir auch nochmal $20 zahlen, weil sie müssen ja irgendwie zurückkommen. Hat aber nicht damit gerechnet, dass wir sagen, dann laufen wir lieber, bevor wir die nochmal $20 in den Rachen schmeißen. Dann haben wir diesen Truck hier gesehen und dachten uns, wir sagen einfach mal Hallo. Und so haben wir den Teddy und die Agathe kennengelernt. Wir haben gestern einen super schönen Abend mit den beiden verbracht. Heute nehmen sie uns mit an die Grenze. Die beiden haben nämlich auch nur ein Transitvisa. Genau, jetzt verbringen wir heute den Tag hier hinten in ihrer Bude und schauen mal, dass wir nicht umfallen.